Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu LEGO Insel 2, gemeinsam mit dem neuesten Mitglied der Ritterzunft, nämlich Sir Pepper, gemeinsam mit seinem weißen Superpferd Pegasus Junior. Und wir haben jetzt eine schier unlösbare Aufgabe vor uns. Pepper ist in diesem Spiel ja schon so einiges gewesen. Er war Pizzabote, Skater, Brickstarbot Terminator, Bootsfahrer, Tiefseetaucher und Brückenrestaurator. Und jetzt hat er mal eben noch die Schnellausbildung zum Turnierreiter vollendet, denn jetzt muss er den bisher ungeschlagenen Champion, den Schwarzen Ritter, im Turnier besiegen, indem er ihm mit seiner Lanze mal so richtig eins überzieht. Nein, Pepper, aus, lass die Hose oben. Und ich würde sagen, genau das werden wir jetzt auch tun. Ich fordere dich, den dunklen Ritter der Bullen, zu einem Turnier heraus. Herausforderung angenommen, du Zwerg. Hey, Moment mal. Ich bin genauso groß wie du, du Angeber. Du musst besser zielen als der dunkle Ritter, wenn du das Turnier gewinnen willst. Ja, ich würde sagen, ich habe von klein auf gelernt, wie man richtig zielt, so. Und ich weiß gar nicht, wie viele Versuche ich hier gebraucht habe, bis ich herausgefunden habe, wie dieses Minispiel funktioniert. So, nach oben, unten zielen. Kraft aufbauen. Links, rechts. Ach so, ja. So. Und jetzt geht es los. Pegasus tankt Kraft. Genauso wie der Schwarze Ritter auch. Und jetzt los! Was hat mich denn da erwischt? Ein D-Zug? Und wie ihr sehen könnt, er war einsam, aber schneller. Offenbar habe ich das Prinzip immer noch nicht so ganz raus. Eigentlich dachte ich wüsste, wie es geht. Ja, und da haben wir ihn mal so richtig aufgespießt. Tempo-Bonus 67, Präzision 30. Ja, sollen wir recht sein. Ja, da habt ihr euch aber Zeit gelassen, ihr Tröter. Was ist los? Kleine Blechverstopfung? Und Pegasus bäumt sich auf! Er sammelt die magische Kraft! Kann ja wohl nicht wahr sein. Pepper, reiß dich zusammen. Ich habe ein Vermögen ausgegeben, um das Logo auf deine Rüstung zu kriegen. Mach mich jetzt mal stolz, das muss ich doch mal rentieren. Kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Tja. Du musst besser zielen als du. Okay, also nochmal das Ganze. Das ist sehr ärgerlich, dass das jetzt verloren ging. Eigentlich dachte ich wüsste, wie es funktioniert. Das Glück ist uns hold. Es wäre erschrecklich, wenn das Turnier schon ein Ende fände, kaum dass es begann. Wow, ein Unentschieden. Auch das. Also, wir haben alles mal gesehen hier. Pepper muss sich noch deutlich steigern, damit das was wird. So, jetzt. Hey, Herr Ritter, alles okay? So. 71 und 36. Wunderbar. So. Ich glaube, jetzt weiß ich es auch wieder. Ich habe den Balken mal verwechselt. Ich dachte immer, wenn der Balken gelb ist, der Zielbalken, dann treffen wir ihn. Aber ich glaube, wir treffen ihn nur, wenn er rot ist. So. Also langsam tun mir nämlich auch die Finger ein bisschen weh. Hey, Herr Ritter. Alles okay? Also, wenn du so weitermachst, ist bei dem Balken gar nichts mehr okay. Macht aber nichts. Wie? Gesamtpunktzahl 73? What? Was lief denn da schief?
So, ein letztes Mal aufbäumen für Pegasus. Und da entschwindet er beschämt zu Fuß. Und das ist der Sieg für Peppa, den neuen Champion. Ein letzter Tempo-Präzisionsbonus für uns. Hallo! Wie kriegen die das nur gebacken, dauernd so zu reden? Du, die haben einen ganz besonderen Teig, aber den haben wir heutzutage leider nicht mehr. So, ja, fortsetzen, ne? Würde ich mal sagen. Ich beglückwünsche hiermit den guten Ritter Pepper wegen seines noblen Sieges über den dunklen Ritter der Bullen. Erkläre ich den heutigen Tag zum Pepper-Tag. Ein dreifach hoch für Pepper. Hip, hip. Hurra! Nimm diese Fahne, die du dir so tapfer erkämpft hast. Gut gefangen. Ach übrigens, die Turnierausrüstung stammt vom Kostümverleih. Vergiss nicht, sie auf dem Weg nach draußen abzuliefern. Gut zu wissen, dass ich mit einer Plastikrüstung gekämpft habe. Wunderbar. Und wir haben die Historie der Insel maßgeblich beeinflusst. Ein ganzer Tag wurde nach uns benannt. Was für ein epischer Moment ist das für Pepper und sein junges, treues Pferd Pegasus Junior. Großartig, würde ich sagen. Dieses Zelt würde ich aber gerne mitnehmen, wo wir uns innerhalb von einer Sekunde umgezogen haben. Und schnell... Ach, Pegasus. Nicht doch. Reiß dich zusammen, die Leute gucken doch zu. Was sollen die denn denken? So. Und da läuft Pepper. So. Ah, Rüstung haben wir wieder abgeschmissen. Sehr gut. Mit der Bullenfahne. Machen wir mal den Cedric ein bisschen glücklich. Nehmen uns unsere Seite. Nehmen ihnen ihr Privileg, zu glauben, dass sie lesen können. Denn das können einfach nur wir. Hast du unsere Fahne? Na, was denkst du denn? Schließlich hatte ich es ja versprochen. Ich tausche sie gegen die Seite, Herr König. Ich höre, der dunkle Ritter hat zu ihm ein Turnier verloren? Unser dunkler Ritter? Ach, richtig. Er fühlt sich in letzter Zeit nicht besonders. Hat vermutlich einen Schnupfen oder so. Hier ist eure Fahne. Da! Darf ich mich vorstellen, Pepper? Ich bin Cedric der Bulle, dein schlimmster Albtraum. Und das hier sind Kanonenkugeln. Da! Geh über die Brücke. Dann musst du die Kanonen unter deine Kontrolle bringen, um Cedrics Kanonen außer Gefecht zu setzen. Und los geht's. Wir sind immer noch nicht weg. Natürlich, Cedric the Bull hat in Football Mania schon genug Ärger gemacht und jetzt ist es nichts anderes. Aha. Linksseite springen. Sie gibt mir eine Sekunde. Zielen. Ja, wird schon irgendwie. Ah. Wow. Wir stehen unter schwerem Obstbeschuss. Oder was? Boah. Ein bisschen schneller wäre aber auch nicht schlecht. So, das wird in der Tat interessant. So, wir müssen Cedric jetzt aus seiner eigenen Kanone sprengen, und zwar indem wir seine Kanonen... Ah,
kaputt machen. Autsch. Aber natürlich leistet er auch Widerstand. Wo ist er denn jetzt? Ich verstehe nicht, warum ich das nicht treffe. Na, wo ist er? Cedric, lass den Quatsch. Wie kann denn das nicht treffen? Shit. Nur noch zwei Kanonen übrig. Der trifft aber diesmal doch erstaunlich gut. Ja, genau. Sag mal, das kann nicht wahr sein. Gott, die zieht ja gar nicht. Ja, ich würde sagen, das haben wir verloren. Also das kann nichts mehr werden. Nee, nicht mit so einem schwachen Teil von einer Kanone. Ja, aber das ist immer so ein Problem bei alten Spielen. Manchmal ist das mit dem Zielsystem oder mit der Logik nicht immer so ganz schlüssig. Aber mit die Kanone kann doch ganz gut zielen. Also wir haben ja schon drei Stück kaputt gemacht. Nö, noch eine. Ja, und Pepper haut ordentlich markante Sprüche raus. Ja, also... Ja, das war's. Okay, neuer Anlauf. Das müssen wir jetzt in dieser Folge noch durchziehen. So viel Zeit muss einfach sein. Ja, natürlich müssen wir erstmal alles ausrichten. So, jetzt man muss einfach noch ein bisschen reinkommen. Dann wird das schon nix. Ah, das war knapp. Boah, schwacher Schuss. Boah, warum ist die auch darauf eingestellt? Boah, so ein schwacher Schuss. Ja, das muss ich mir besser aufteilen. Ja, wieso trifft das denn nicht? Boah, dann schießt die wieder so schwach. So, Mensch. Ja, kaputt. Schlechter Verlierer, der Typ. Ich weiß nicht, warum die da so schwach schießt am Anfang. Aber... kann die gerade nicht stärker? Irgendwie ist der erste Schuss immer ein ziemlicher Reinfall. Oder viel zu stark. Ja, genau. Wie schwach denn noch? Also das nervt. Das ist unfair. Ja, das trifft auch nicht. Oh, geht doch. Ja, Richtung hat, also Höhe hat gestimmt, so. Das ist nicht fair. Ich sollte hier der Einzige sein, der Kanonen hat. Oh, ja, generell, warum gibt's ja nicht Kanonen? Ich meine, Mittelalter... Ich kann mich nicht erinnern, dass es im Mittelalter schon Kanonen gegeben hat. So. Ich
Nur noch eine Kanone und dann. Also Pepper, du bist die tapferste Lego-Figur, die ich kenne. Diese Kanonen waren sehr gefährlich. Immerhin Silber. Ich hab sie. Jawohl, wir haben sie. Wir haben die nächste Seite der Konstruktopädie nach einem harten Doppel-Showdown. Erst gegen den dunklen Ritter und dann gegen Cedric the Bull höchstpersönlich. Der Herr hat jetzt es so gemacht, wie man es eigentlich heutzutage auch bei einem diplomatischen Rückzug macht. Man verpflanzt sich einfach selbst mit einem Katapult in den vorzeitigen Ruhestand auf seine persönliche Ferieninsel. Es wird ihm sicher gut gehen dort, wo auch immer das sein mag. Und wir werden dann beim nächsten Mal die Castle-Insel verlassen und zur Lego-Insel zurückkehren. Und dann werden wir sehen, was unser Infomaniac noch weiter für uns an Aufträgen hat. Da wird sicher noch einiges auf uns zukommen. Aber das alles erst beim nächsten Mal. Und bis dahin heißt es, wie immer, dranbleiben und bis zum nächsten Mal.